CSU spricht jetzt der Abgeordnete Eckhard Rehberg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, erstens, die Krise darf sich nicht wiederholen, wie wir sie 2010 in Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Zypern erlebt haben. Zweitens, wir müssen verhindern, dass die Zahlungsunfähigkeit eines Mitgliedstaates auf die gesamte Währungsunion übergreift und den Euro, und das würde Deutschland besonders schaden, in seiner Existenz bedroht. Und drittens, wir müssen dafür sorgen, dass ein Mitgliedstaat gar nicht erst in eine Zahlungsunfähigkeit gerät, weder durch das Ausbleiben notwendiger Reformen noch durch eine Bankenkrise. Liebe Kolleginnen und Kollegen, EFSF, ESM, Bankenaufsicht, der gemeinsame Restrukturierungsfonds haben gezeigt, dass die Währungsunion sicherer und stabiler geworden ist. Und wir haben das Vertrauen in den Euro weltweit gestärkt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, scheinbar leiden Sie an partieller Amnesie. Sie haben 2012 gemeinsam mit uns den ESM installiert und ausgeformt und alle anderen Beteiligungs- und Parlamentsrechte des Deutschen Bundestages daraufhin ausgerichtet. Und ich sage eins an dieser Stelle, für uns ist eins wesentlich, die Weiterentwicklung des ESM zum EWF muss ohne Reduzierung der Parlamentsrechte des Deutschen Bundestages und des Haushaltsausschusses vonstatten gehen. Wenn wir aber Ihrem Wahlprogramm gefolgt wären und hätten den ESM abgeschafft, dann hätten wir die ganze Eurozone und Deutschland mit in eine existenzielle Krise gestürzt. Wie kann man so unvernünftig sein, das jetzt über Bord schmeißen, was man vor 5 Jahren für richtig gehalten hat, liebe Kolleginnen und Kollegen? Der wichtigste Punkt für die Zukunft ist, dass wir den zentralen Fehler in der Eurozone, und zwar die Nichteinhaltung der Defizitregeln in einigen Mitgliedstaaten und die mangelnde Kontrolle durch die EU-Kommission, nicht dulden. Und ich werde persönlich nicht locker lassen, die Einhaltung der Fiskalregeln einzufordern, bevor wir mit immer neuen Geldtöpfen Risiken in der Eurozone umverteilen. Das Prinzip Risiko und Haftung in einer Hand ist zentral für den Erfolg der Währungsunion. Ich sehe nicht ein, warum mehr Risikoteilung die Währungsunion sicherer machen soll, solange sich in vielen Staaten enorme Risiken in den Bankbilanzen auftürmen. Und für die Union ist eins wesentlich. Bevor die notleidenden Kredite nicht spürbar abgebaut sind, kann es keine Zugeständnisse bei der gemeinsamen Einlagensicherung und bei neuen Absicherungen für den Bankenrestrukturierungsfonds geben. Hier ist die Reihenfolge entscheidend. Nacheinander, nicht nebeneinander. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Rehberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der FDP? Ja, klar. Bitte, Herr Otto. Herr Kollege Rehberg, kann die Uhr bitte angehalten werden? Herr Kollege Rehberg, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind Sie mit der FDP darüber eins, dass das, was 2012 beschlossen worden ist, richtig ist und vernünftig ist. Ich frage Sie deswegen, können Sie diesem Hause hier für Ihre Fraktion die Zusage geben, dass das, was wir beschlossen haben, nämlich dass es in der Hand der Länder bleibt, beim ESM und Nachfolgeorganisationen so bleibt und nicht in eine europäische Institution übergeführt wird? Oder bestätigen Sie uns das, was wir ja auch heute in der Zeitung lesen, dass in Ihrer Fraktion bereits heftig darüber diskutiert wird, aus dem ESM und seiner Nachfolgeorganisation eine europäische Institution zu machen? Ich bin ja, lieber Kollege Fricke, hoch erstaunt, dass Sie den ESM als ein erfolgreiches Instrument beschreiben, den Sie in Ihrem Wahlprogramm abschaffen wollen. Das ist ja, ich meine, dieser Erkenntnisgewinn der in so kurzer Zeit, den finde ich sehr beeindruckend. Und da beglücke ich mich erstmal dazu an der Stelle. Und es wird jetzt darauf ankommen,
wie der Europäische Währungsfonds. Und wir sind schon dafür, dass der ESM weiterentwickelt wird, wieder ausgestaltet wird. Oder gibt es erhebliche Meinungsunterschiede für die Unionsfraktion zum Nikolauspaket der Europäischen Kommission? Das behebt man aber nicht mit einer Subsidiaritätsrüge. Das behebt man damit überhaupt nicht. Da können wir unsere Haltung, unsere Position über eine Stellungnahme des Haushaltsausschusses in Artikel 23, das ist aus unserer Sicht der richtige Weg an dieser Stelle, deutlich machen. Und dazu gehört zum Beispiel inhaltlich eine bessere Überprüfung der Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten durch die EU-Kommission, frühzeitige Diagnose von Fehlentwicklungen in Wirtschaft, Ersatz für die bisherige Troika aus EU, EZB und IWF bei der Überprüfung der Anpassungsprogramme, aber nur unter der Bedingung Sachverstand und Unabhängigkeit von der Kommission, andernfalls IWF-Einbeziehung und striktere Bedingungen für die Vergabe von Finanzhilfen, Einführung von klaren Insolvenzregeln und letztendlich, das habe ich schon gesagt, das unterstreiche ich noch einmal, auf keinen Fall weniger Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages, als wir es jetzt im ESM haben. Und Kollege Fricke, wenn wir gemeinsam uns auf diesen Weg begeben, ich sehe auch Nicken der Kollegin hier vor den Grünen, das wird, glaube ich, einer intensiven Diskussion bedürfen. Und ich halte es für sehr richtig und wichtig, auch als Unterstützung für eine zukünftige Bundesregierung, dass wir weiter Hürden haben, bevor die Bundesregierung Ja sagt zu etwas, wie heute im Gouverneursrat, nicht ohne ein Votum des deutschen Parlaments. Und ich glaube, da liegen wir mit der FDP gar nicht so weit auseinander. Und deswegen lassen Sie das uns in aller Ruhe debattieren. Ich sage noch ein paar weitere Kernpunkte. Der EWF muss eine eigenständige, unabhängige EU-Institution sein. Er darf nicht der EU-Kommission unterstehen, sondern er muss neben ihr angesiedelt sein, wie zum Beispiel die EIB oder die EZB. Die Mitgliedstaaten müssen weiter die Kontrolle über die eingezahlten Mittel ausüben. Letztendlich muss also der Deutsche Bundestag auch weiter als nationales Parlament an allen Entscheidungen beteiligt sein. Übrigens lassen uns dort Urteile des Bundesverfassungsgerichts auch keinen großen Spielraum. Und ich hoffe ganz einfach, dass mein Beitrag auch ein bisschen zur Versachlichung der Debatte beigetragen hat. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ich hoffe, dass Sie mit uns gemeinsam, von der AfD erwarte ich das nicht, konstruktiv im Haushaltsausschuss zusammenarbeiten. Herzlichen Dank. Für die Fraktion der SPD spricht jetzt